Der Caravan-Salon 2022 und hier eine kleine Sensation, 3,5 Tonnen voll integriert. Hier ist Stefan Buhr, grüß dich Stefan. Ja, hallo Sven, guten Morgen, hallo. Ja, das darfst du mit dem B-Führerschein fahren. Die sind alle, glaube ich, schon vorgerüstet. Man kann sie auflasten auf 4,25 Tonnen, wenn das Thema Führerschein mal kommt. Meinst du, es kommt demnächst? Es wird seit Jahren drüber gesprochen. Ich hoffe es. Ich hoffe es, ja. Ich hoffe es, ja. 3,5 Tonnen, das heißt natürlich Leichtbau pur. Das Ganze muss auf eine sehr, sehr leichte Basis gestellt werden. Aber es ist sehr gefragt. Du kannst damit über 100 fahren. Es ist, ich sag mal, ein Fahrzeug, was dich viel freier macht als über 3,5. Ja, es ist das, was der Markt will. Ein 3,5 Tonner mit 4 Schlafplätzen, dann noch integriert, vorne rundherum isoliert das Fahrzeug. Und daher hat der Wagen seine absolute Daseinsberechtigung und viele, viele Freunde. Ja, Simone, viele haben denn gesagt, naja, du stehst ja nur als Deko da. Das stimmt nicht, denn eine der Aufgaben ist heute wirklich beim Stand von Weinsberg Massenprodukt dafür zu sorgen, dass wir wenigstens mal filmen können hier, ja. So leid es mir tut. Die Leute sind hier, die wollen rein und so weiter. Du musst uns leider ein bisschen helfen heute. Ja. Ich mache das mit Stefan, denn wir machen los, das ruckzuck, ja. 8 bis 10 Minuten. Das hier ist ein Massenprodukt, ja. Ich glaube, das ist einer der ganz großen Hersteller Weinsberg, oder? Absolut, das kann man sich in der Zulassungsstatistik ja anschauen. Das ist in den letzten Jahren mit die Marke, die am meisten verkauft wird. So, schnell Gas geben, wo wir beim Thema sind, Gas. Der Preis der Gasflaschen im Moment, hast du im Kopf? 25 Euro. Immer noch? Ja, das hat sich relativ wenig verändert, ja. Ja, ist ja auch LPG. Bisschen anders wie Erdgas, was da ist. Große Garage mit drin, die können wir mal gerade zeigen. Das heißt, hier hast du richtig viel Platz. Also wie im Liner quasi, oder? Ja, du kannst deine Fahrräder reinmachen, du kannst sogar einen Roller hier mit 100 Kilo einen Roller reinmachen, der nicht so hoch ist. Alles, was du brauchst. Was total witzig ist, sobald wir anfangen, ein Fahrzeug zu filmen, wollen alle Leute auf einmal rein. Das ist so, weil die alle denken, es wäre was Besonderes. Es gibt viele Modelle, aber der hat es natürlich in sich, weil er unter 3,5 Tonnen ist. Dach ist GFK? Genau, das Dach ist GFK. Und rundherum ist sonst Aluminium. Aluminium, okay. Deswegen auch die glatten Fronten. 360-Grad-Kamera wäre möglich in der Nachrüstung, oder? Wäre noch. So, ohne heißt, weiteres möglich, ja, klar. Ich sehe das Fahrzeug dann von oben. Hier sieht man auch nochmal die Garage von der anderen Seite. Du hast wirklich viel Platz. Natürlich Zuladung ist eine andere Geschichte. Hier ist diese Box drin. Sie heißt Easy Travel Box. Und das Ganze ist wirklich, ich sag mal, im Vergleich zu vielen anderen einzigartig. Du hast alle Anschlüsse in einer Box. Genau, das gibt es mittlerweile schon seit 10 Jahren, das System, hat sich bewährt und ist sauber aufgeräumt. So, das sieht man hier, da vorne ist der Diesel- und der Bluttank, ja. Dann die Fahrertür. Das ist natürlich auch ein besonderes Merkmal, was du bei vielen kleinen Linern nicht hast. Die sind dann zu und das Ganze steht auf 4 Ducato 8. Der neue Ducato 8 hat natürlich für, ich sag mal, ganz neue Sichtweisen auf Ducato geführt. Ja, du hast zum Beispiel hier oben jetzt ein Head-Up-Display mit drin, du hast digitales Cockpit mit drin, der ist viel leiser geworden. Das ist ein richtiger automotiver PKW geworden, der Ducato 8, ja. So, und das ist die Front, das ist das, was viele sehen. Den Preis, der wird mich gleich mal interessieren, was sowas kostet. Ja, voll integriert, teilintegriert, was ist deine Meinung? Ja, was sollen die Leute nehmen? Tja, was für jeden am besten passt, ne? Wenn du einen voll integrierten möchtest, dann brauchst du meistens 4 Schlafplätze. Und der Riesenvorteil ist, dass du eben die Eingangstür dann nachher frei hast beim Rein- und Rausgehen, wenn das Hubbett unten ist. Ja, das kannst du mal anschauen. Du hast auch viel mehr Platz. Du hast eine Panoramasicht innen. Das Fahrzeug liegt hier im Preis von 70.690 Euro, wie er hier steht. 86.000 Euro für einen Vollintegrierten. Das ist immer noch günstig, muss man sagen, auf dem Markt. Ja. Vieles ist teurer geworden. Ja, du kannst natürlich noch mehr ausstatten mit Rahmenfenster, mit Sattanlage, Markise. Dann bist du trotzdem unter 100.000 Euro beim Vollintegrierten. So, Caracor 650 MEG, das Modelljahr 2023. Stefan? Ja, 3,5 Tonner. Jetzt hätten wir hier 450 Kilo Zuladung. Das geht. Ich habe übrigens auch mal, ich sag mal, versucht, das Ganze zu machen. Da ist der Fahrer schon mit drin, da ist noch ein bisschen Ladung. Du kannst ja nicht den ganzen Hausstand mitnehmen. Das geht nicht, oder? Nö, du musst ja nicht alles mitnehmen. Meistens ziehst du doch nur 3-4 T-Shirts an und nicht 20 dann im Urlaub. Ja, einer der größten Weinsberg-Händler. Jetzt die Neuigkeit, das 2023er Modell. Wir gehen jetzt mal rein. Große Aufbautür, das ist Wahnsinn. Du hast hier unten die Tasche, die ist schon wieder weg. Ja. Die füllen die wahrscheinlich jeden Tag auf, wie da ist. Ich denke auch, ja. Und da ist der Schirmhalter, ja, guck mal. Mit Schirmhalter, dafür war er eben woanders nicht gewesen, ja. Simone, ja. Es ist gar nicht so einfach, das zu verteidigen hier, oder? Ja, das stimmt. Aber wir müssen es ja zeigen für alle. Ja. Das ist so, schnell rein, dass wir das Ganze mal sehen. Frage, Stefan und ich. Was macht Weinsberg so beliebt? Euch gibt es seit Jahren, ihr sagt, es ist eigentlich ein Massenprodukt. Viele lieben Weinsberg. Hallo.
Wieso? Das ist ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist eine tolle Marke mit tollem Service und gute Händler. So, das klang jetzt ein bisschen nach Werbesprech, aber es mag ja so sein. Alte Warmwasserheizung, guck mal rein, Stefan. Option, kannst du bestellen. Dann verlassen wir natürlich die 3,5 Tonnen, aber dann könnte es gehen, wird's, ja. So, dann eine ganz gemütliche Sitzgruppe mit viel Platz. Das Ganze ist jetzt auch mal schon mal umgebaut, so dass wir das Hubbett jetzt mal runterlassen können. Das werden wir gleich mal machen. Wir kommen mal rein und da ist das Hubbett mit drin. Überleg mal, auf 3,5 Tonnen, dann hast du das Hubbett mit drin. Du hast einen vollintegrierten hier mit drin. Achtung Kopf. Ein riesen Hubbett. Das ist wirklich ein Hubbett, was den Namen Hubbett auch verdient. Unter 100.000 Euro das Fahrzeug, das musst du ja auch noch sehen, ja. Du bist ja schnell in der Klasse dann drüber. Dann finde ich auch die Front sehr automotiv, sehr gelungen. Das ist so. Und der Fiat, wer den neuen Fiat einmal gefahren ist, der Motor richtig stark. Also das ist ein ganz anderes Fahrgefühl wie das, was du vorher kanntest. Ja, wenn du mal gerade so nett bist, mach's nochmal hoch. Da können wir uns mal anschauen. Wir werden den einen Sitz mal ganz kurz mal hochstellen, das kennst du. Und aber das muss ja auch schnell gehen, ne? Also wenn wir jetzt gleich sehen. Das sollte auch schnell gehen. Ja. Ja, Stefan hat das schon ungefähr 10.000 Mal gemacht. Deswegen weiß er jetzt genau, wie es geht. Ist bei jedem Auto jetzt beim 2023er Modell immer ein bisschen anders, oder? Eigentlich nicht. Weißt du, was sein kann? Hier fehlt der. Nee, Stefan, die haben das geblockt für die Messe. Die haben es geblockt. Ja, die haben oft mehrere Fahrzeuge, sodass man das Hubbett besser zeigen kann, weil sonst musst du jedes Mal die Sitzgarnitur umbauen. Ja. Aber ich schieße mal gerade in das Fahrzeug rein, dass wir das sehen. Das ist der Vollintegrierte, das bedeutet, du hast also eine komplette Panoramasicht drumherum, ja, genau, oder? Genau, genau. Riesenpanorama haben wir hier. Normalerweise hast du ja hier das Fahrerhaus und da ist alles ein bisschen kleiner, aber hier können die Leute, ich sag mal, reingucken. Ja. Es gibt so eine Art Schutz von vorne, dass also keiner reinschauen kann, oder? Ja, wir haben Vorhänge an der Seite und vorne ist ein Rollo auch noch. Echt Glasfenster an der Seite, riesengroß. Hochwertige Agouti Premium Sitze, das gibt's als Option. Das heißt, du kannst also die Original-Fahrerhaussitze austauschen gegen Agouti Sitze aus dem LKW-Bereich. Hier hast du dann überall noch so ganz kleine Fächer mit drin, die du dann beladen kannst. Und die Gummibären werden da fahrt, ja. Das Original-Fahrerhaus, das hört hier auf der Seite auf. Richtig, genau. Und das ist dann angepasst. Das ist dann angepasst hier an das Original-Windlaufchassis hier. So, ganz schnell, denn auch hier, wir haben heute einiges vor uns, Strecke machen. Einmal ganz schnell alles auf hier. Du kennst ja so viele Autos wie möglich zeigen. Ja, für euch, denn heute machen wir mit Stefan so die Brot- und Butter-Fraktion. Also nichts gegen die Leute von Weinsberg, aber Preis-Leistungs-Verhältnis gerade bei den Versionen Pepper ist ausgesprochen gut, super, oder? Super, ja. Spitzenmäßig. Viele Details, die man bei anderen extra zahlen muss, sind hier inklusive. Lithium-Ionen-Batterie ist Option. Ihr verbaut immer mehr Lithium-Ionen. Die Fahrzeuge sind ab Haus dafür vorgesehen, oder? Ja, sie sind ab Haus vorgesehen. Es gibt Batterien, die können wir 1:1 ersetzen in das bestehende Programm, Ladegerät, EWL-Block. Und natürlich ein Riesenvorteil, ich habe doppelte Kapazität, weil ich mehr entnehmen kann außer Lithium und habe ein halbes Gewicht. Oder sogar nur ein Drittel. Sag mal gerade so nett und setze ich mal aufs Klo drauf, dass wir das mal sehen, wie gut man das benutzen kann. Kann man, das ist wahrscheinlich wieder Einklapper. Gemein, oder? So, jetzt muss ich aber kurz überlegen, wie das geht. So, und da ist ein Waschbecken, Stefan. Ja, da hinten ist ein schwarzer Hebel hinter dem Wasserhahn und dann nach links. Der ist schon kaputt, Stefan. Der ist rausgezogen, okay. Der ist rausgezogen. Aber hier Messebetrieb, muss man sagen, die das sind die Kleinigkeiten. Nicht, ne? Die wissen es nicht, die reißen dran. Okay. Jetzt kannst du dich hinsetzen und hast viel Beinfreiheit. Ja, also man kann eigentlich quasi dann entweder Klo oder Dusche benutzen oder dann das Waschbecken. Das ist eigentlich genial, weil alles gleichzeitig benutzt man ja in der Regel nicht. Das stimmt, ja. Und auch deine Maße sind natürlich so angenehm, dass du oben drüber noch eine Simone draufpacken könntest, oder? So, jetzt gehen wir mal rein. Wir lassen dich mal ganz kurz da drin, wenn es okay ist. Ich schieße mal gerade auf das Längsbett, was hier drin ist. Das ist natürlich auch gesetzt. Längsbetten, der Standard schlechthin. Ja, der Standard, Es geht nur so die Garage hinten, die große, oder? Ja, das wird schon mit einem Querbett gehen, aber dann hast du eben die Thematik, dass du quer schlafen musst. Und hier kannst du eben auch dann vorne aus dem Bett rausgehen, ohne übereinander zu steigen. Du könntest zu dritt drin schlafen, wenn du gerne noch ein Kind mit reinnehmen möchtest. Oder wenn du eben sehr groß bist, kannst du dich hier auch sehr lang machen. Ja, du hast eine Liegewiese hier, die kannst du komplett ausfahren. Das geht hier recht einfach, die Polster sind schon mit dabei. Und hier ist übrigens noch ein großer Kleiderschrank drunter mit Stange. Simone, wir retten dich gleich.
Ja, sagt sie. Kühlschrank, auch der ist riesengroß, von Tedford. Diesmal mit extra Getränkefach hier unten drin. Das ist natürlich eine feine Sache. Das heißt, du kannst die ganzen Getränke stehend dann auch lagern. Und das Eisfach ist mit drin. Und zwei große Schränke oben drüber. Küche mit großen Schubladen. Und Softclose. Ja, das Softclose, das ist für die Leute irgendwie, keine Ahnung. Also alle Fragen habt ihr auch Softclose. Ja. Es ging auch ohne. Es ging auch ohne, aber irgendwie ist ein Standard geworden. Das ist schon was Nettes. So, drei Flammen Kochfeld und wir sind durch. Wir gucken mal, ob die Simone noch lebt. Warte mal. Das ist übrigens Deckenschrank mit Signature-Element. Was ist denn das? Mit Signature-Element. Das ist hier das Design-Element, was wir haben. Okay. So, warte mal. Ich lebe noch. So, du hast auch kein Fenster, wo du abhauen kannst. Ja, das ist das Schöne. Da passe ich nicht durch. Fazit hier von dem Auto? Gut, also mir gefällt vor allem das Bad gut, weil man einfach den Platz gut nutzen kann für das, was man gerade macht. Ja, so, komm mal mit raus, Simone. Der Tisch ist übrigens absenkbar, das zeige ich mal gerade. Und hier steht auch, bitte vor dem Absenken des Hubbetts das Display einklappen. Da ist nämlich ein Head-Up-Display mit drauf. Und wir zeigen dir mal ganz kurz die Front, dass du die mal siehst und mal beurteilst, wie automotiv diese Front ist. So sieht sie aus. Sag mir, was findest du? Ja, es ist halt eine riesen Frontscheibe. Und was will man mehr, ne, zum Rausgucken? So, wenn ich mal kurz davor stellst, ja. Einmal... die Arme, den Hannes machst dafür. Da ist sie, Simone Pepper vor dem Weinsberg Pepper. Ja, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Du bist Model, Tag Nummer 10. Du hast vieles gesehen, 9. Ja, für mich ja schon Tag Nummer 10. Genau. Aber die Halle hier, die ist so proppenvoll. Ja, aber heute wird es überall voll, glaube ich. So, wo ist der Stefan? Da ist er. Ich bin noch da. Wenn man kaufen möchte, du bist aus Saarbrücken, du bist Weinsberghändler. Es wird nicht jeder Weinsberghändler. Die gucken genau hin. Ihr seid schon lange Weinsberghändler? Ja, du musst eben die Standards erfüllen. Natürlich, genau. Und wir sind seit Jahren Weinsberghändler. Und die gucken, glaube ich, auch pro Gebiet, dass es nicht so viele gibt. Ja, auch das ist es, dass da nicht nachher alle 10 Kilometer jemand ist. Und das ist irgendwo alle 60, 70 Kilometer gibt es einen Weinsberghändler. Ihr habt Leute hier am Stand, die also jetzt schon seit 10 Tagen verkaufen. Kann man die anschließend direkt mal in Urlaub schicken, oder? Ja. Ist so. Ja. Die schreiben und schreiben und schreiben. Ja. Ihr habt Bauplätze reserviert. Wie ist die Funktionalität bei Weinsberg? Du gehst hin und orderst bei Weinsberg Bauplätze. Genau, wir ordern Bauplätze und das sind unsere zur Verfügung stehenden Fahrzeuge und die können wir danach verkaufen. So, wir werden uns noch ein paar Stück angucken. Was ist noch sehr, sehr beliebt? Ja, aber sehr beliebt. Wir haben uns schon die Pepper-Modelle angeschaut. Wir können uns auch noch einen Pepper auf Fiat, auf Citroën, auf Peugeot anschauen. Und in Alkoven können wir uns gerne mal anschauen. Auch immer noch sehr beliebt. Da vorne stehen noch welche. Es gibt ganz viele Mercedes-Benz-Fahrzeuge. Und das ist ja im Moment nochmal ein ganz großer Wechsel, ein Paradigmenwechsel, der da ist. Hier sieht man diese Van-Klasse, die ist, glaube ich, auch sehr beliebt. Die sind etwas schmaler. Das ist jetzt der Carrera Compact, der altbekannte Pepper ohne Mercedes. Das ist noch dann eben mit einem Fiat. So sehr schmal, du brauchst noch nicht mal Außenspiegel größere. Hier sind jetzt welche drauf. Das aber ist die mittlere Größe hier vom Ducato, die geliefert wird, ja. Mhm. Dann, es dominiert natürlich auch Mercedes. Da gibt es eine ganz spezielle Version, die heißt Own. Da sind die Fahrzeuge wirklich unglaublich sportlich designt. Aber hier die ganz normalen, die haben natürlich einen Preisvorteil, oder? Genau, das nochmal irgendwo 5.000, 6.000 Euro Unterschied, wo die dann nochmal günstiger sind, die normalen. Wobei wir beide haben sie, glaube ich, in die Own-Variante da verliebt. Ja, so ist es. Der CC, Carrera Compact 640 MEG. Und den werden wir uns gleich mal anschauen. Simone freut sich schon, das Fahrzeug mal leer zu räumen, aber das werden wir gleich mal schaffen. 10 Minuten haben wir pro Fahrzeug. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss, Stefan. Ciao, ciao. Tschüss.